Herzlich willkommen zu einer Kurzvorlesung zum Thema Erdbeobachtung für forstliche Fragestellungen. Mein Name ist Markus Imitzer. Ich bin Senior Scientist, nennt man das, am Institut für Geomatik. Früher hat man wahrscheinlich Universitätsassistent gesagt. Das heißt, ich bin sowohl in der Forschung als auch in der Lehre tätig. Also, und daher auch heute hier. Und wir am Institut für Geomatik beschäftigen uns unter anderem mit Fernerkundung. Und da möchte ich Ihnen heute ein bisschen was näher bringen. Die erste Frage, die ich mitgebracht habe, ist, was ist Erdbeobachtung? Und wenn ich das normalerweise gefragt werde, warum mache ich das, also Erdbeobachtung oder Fernerkundung, das kann man mehr oder weniger synonym betrachten, warum mache ich das, dann ist meine erste Antwort eigentlich immer, weil es wunderschöne Bilder sind, die ich mir den ganzen Tag anschauen darf. Und da habe ich jetzt auch einige Bilder mitgebracht, wo man einfach einen Eindruck kriegt, was für Datensätze wir zur Verfügung haben. Sie kennen wahrscheinlich die Art der Daten von diversen Google Earth oder Google Maps Programmen, wo das dann auch oft hinterlegt ist. Das erste Bild ist für mich ein sehr beeindruckendes, ist der Zusammenfluss von Rio Negro und Amazonas in der Nähe von Manaus, wo Sie dann sehen, dass diese beiden Flüsse sehr stark unterschiedlich gefärbt sind. Gehe ich gar nicht ins Detail ein, also aufgrund der unterschiedlichen Sedimente in den Zubringern. Und dann sieht man die beiden Flüsse dann noch über Kilometer lang mehr oder weniger parallel ein bisschen mit verlaufen, wo die sich noch nicht völlig vermischen. Und Sie sehen auch da unten ist immer so eine Scalebar. Also das sind jetzt da schon Dimensionen, die wir wahrscheinlich in Mitteleuropa nicht kennen, wo einfach da dieses, der Fluss da über mehrere Kilometer breit ist und einfach Dimensionen annimmt, die wir oft nicht kennen. Das zweite Beispiel, auch ein Flusslauf, der glaube ich sehr beeindruckend ist, aber da ist nicht nur der Fluss das Entscheidende, der Fluss ist der Colorado River, aber das Umland, der Grand Canyon, bekannt also aus Arizona in den Vereinigten Staaten, einfach ein super spannendes Morphologie, aber auch ein sehr, sehr spannendes Bild meiner Meinung nach. Das nächste Bild ist ein bisschen mehr forstlich schon, das soll ein bisschen den Indian Summer widerspiegeln. Der Beamer ist jetzt nicht extrem lichtstark, aber Sie sehen da so also Rottöne, diese herbstliche Verfärbungen in den nordamerikanischen Wäldern. Das ist ein extrem schönes Naturschauspiel vor Ort, aber natürlich auch in den Satellitenbildern sehr, sehr schön anzusehen. Anderes Beispiel, farbenfrohe Felder, also bunte Felder. Jetzt sind wir wieder in Europa, das sind die Tulpenfelder in Holland, die um die Zeit, also um die aktuelle Zeit, das ist glaube ich jetzt von Mitte April 2020, also wo einfach in Holland viele Felder in leuchtenden Farben blühen, um dann die Tulpen in ganz Europa zu liefern. Aber natürlich auch solche schönen Bilder, das vielleicht in den letzten Jahren durch Corona zu kurz gekommen ist. Und also wenn man nicht selber Urlaub fahren kann, dann kann man sich zumindest schöne Bilder anschauen. Das wären jetzt die Karibik, also die Bahamas. Spannende Farbkombinationen aufgrund der Korallenriffe, der Sandstrände, der unterschiedlichen Landbedeckungen dann auch auf den Inseln. Ähnliches Beispiel auch von Mauritius, wo man sehr schön diese Korallenriffe vor den Küsten sieht. Auch landschaftlich sehr spannend mit Felsen und dann auch teilweise noch ganz wenige naturbelassene Wälder, sehr, sehr viel landwirtschaftlich geprägte mittlerweile. Aber trotzdem sehr, sehr schöne Bilder. Oder jetzt ein bisschen weniger Vegetation, mehr in die Wüsten. Das sind Sanddünen in Saudi-Arabien. Das heißt auf Deutsch das leere Quartier. Das ist eine Vorstellung bekommen, das sind ungefähr 300, also bis zu 300 Meter hoch, diese Sanddünen. Unglaubliche Größe auch von der Ausdehnung her, von dieser Wüste, also zigtausende Quadratkilometer. Und haben dann so ein schönes Muster, das dann auch auf den einen oder anderen Kalender finden kann. Oder andere Wüste, auch eine der trockensten Wüsten in Südamerika jetzt, die Atacama-Wüste, auch sehr farbenfrohes Bilder, da oben sieht man dann noch viel mehr Farben, das Bild kennt man, sieht man sehr oft, ist auch ein bisschen in die Schlagzeilen geraten mit dem starken Lithiumabbau und die dazu notwendigen Aufbereitungsfelder oder andere Mineralien, aber auch das sind sehr, sehr spannende Bilder. Und das ist für mich eines der beeindruckendsten Bilder oder die nächsten beiden. Das sind meanderförmige Delta von Flüssen, die ins Meer münden. Das erste ist jetzt von Sibirien, das Lena-Delta. Unglaubliche Ausmaße, unglaubliche Verzweigungen.
und natürlich auch eine sehr, sehr interessante landschaftliche Ausprägung. Da muss ich schon dazu sagen, die Farben sind da jetzt ein bisschen getrickst. Das ist jetzt nicht ganz so, wie es wir mit dem menschlichen Auge auch wahrnehmen würden. Und das werden wir uns dann auch noch anschauen. Nächstes Beispiel schaut sehr, sehr ähnlich aus. Das ist jetzt nicht in, also das ist wieder in Nordamerika, in Alaska, Yukon, Delta, ein Nationalpark, ein sehr spannender Lebensraum, sehr sensibler Lebensraum auch, der sich in ständiger Veränderung natürlich auch durch diesen Fluss befindet und auch sehr, sehr schönes Bild. Das wäre auch ein Fluss jetzt in Australien, wo man einfach dann durch diese Gesteinsausprägungen unterschiedlichste Farben sieht, auch den Einfluss der Flüsse, die dann oft auch kein Wasser führen und dadurch aber trotzdem einen sehr starken Einfluss auf die Morphologie haben und auch das sehr, sehr schöne Bilder. Jetzt wieder ein bisschen weiter in den Norden, Himalaya-Massiv, würde man jetzt erwarten, Gebirge, 8000er, schneebedeckt. Auch das ist jetzt ein bisschen getrickst, alles was da blau erscheint, sind Schneefelder und werden in unserem menschlichen Auge eigentlich weiße Flächen, und, aber trotzdem sehr, sehr spannende Zusammenstellung von Vegetation und Schnee. Gut, jetzt habe ich Ihnen da sehr, sehr viele schöne, aus meiner Meinung zumindest, sehr, sehr schöne Bilder gezeigt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie entstehen solche Bilder und warum? Gerade bei den letzten Bildern, wo ich gesagt habe, die schauen jetzt ein bisschen eigenartig aus, wenn man weiß, wie es wirklich vor Ort ausschaut. Wie kommen diese Bilder dann zustande? Und alle Bilder, was ich Ihnen bis jetzt gezeigt habe, wurden mit einem Satelliten aufgenommen. Und zwar mit diesem Satellit. Das ist eine europäische Erfolgsgeschichte, der sogenannte Sentinel-2. Der seit einigen Jahren hochqualitative Daten liefert. Das muss man sich so vorstellen, das ist jetzt wirklich am Start einer Mission, wie er seine Sonnensegel ausbreitet. Das ist ein Satellit, ist nicht recht groß, um die 3 Meter mal 2 Meter ungefähr, ist er vorstellen bekommen. Und er fliegt in einer Höhe von rund 785 Kilometer rund um die Erde. 785 Kilometer, das ist ungefähr die Entfernung, wenn Sie jetzt von da nach Liechtenstein, also Vaduz, ist, glaube ich, Luftlinie genau um die 780 Kilometer von dem Punkt, wo wir uns jetzt gerade befinden, entfernt. Das heißt, sie schauen von da nach Liechtenstein und können dann dort unterschiedliche Sachen erkennen. Beim Sentinel-2 können sie Sachen erkennen, die zumindest 10 Meter groß sind. Es gibt aber auch andere Satelliten, wo sie dann durchaus bis auf 30 Zentimeter Detailerkennbarkeit haben. Also Sie müssen sich wirklich vorstellen, Sie schauen 700 Kilometer, machen ein Foto und können alle Details, die dort jetzt in dem Fall 10 Meter groß sind, auch erkennen. Und dieser Satellit, der kreist, wie gesagt, von einem Pol zum anderen Pol und nimmt ständig Bilder auf. Bilder, wie gesagt, in 10 bis 20 Meter räumlicher Auflösung, also ein Pixel von so einem Foto entspricht dann 10 Meter am Boden. Und das macht er eben kontinuierlich und deckt dann die gesamte Erdkugel alle 5 Tage einmal ab. Also Sie haben von jedem Punkt auf der Erde alle 5 Tage mit diesem Satelliten eine neue Szene. Und dann ist das Spannende für uns Erdbeobachter oder Fernerkundler, das haben Sie jetzt nicht nur in 3 Spektralkanäle, wie Sie es bei einem normalen Fotoapparat hätten, bei Ihrer Handykamera, da haben Sie Rot, Grün, Blau, ein RGB-Bild, so wie es wir auch mit unseren Augen wahrnehmen. Und diese Satelliten verfügen eben über in dem Fall 13 Spektralkanäle, und diese 13 Spektralkanäle haben ganz unterschiedliche Eigenschaften und haben auch ganz gut, liefern uns auch unterschiedliche Informationen. Das habe ich jetzt da so versucht darzustellen. Also Sie haben jetzt da diese 3 Kanäle, wie wir sie bei normalen Kameras auch haben, also blau, grün und rot. Und dann haben Sie auch ein Bild, das so erscheint, wie wenn Sie jetzt ein Flugzeug drüber fliegen würden und drunter schauen würden, dann wird das Bild genauso ausschauen, wie es jetzt da dargestellt ist. Und dann habe ich Ihnen schon gesagt, dass diese 3 Kanäle, die heißen eben Visible Bands, das sind diese 3 oder diese Farbbereiche, die wir auch mit dem Auge wahrnehmen können. Und dann sehen Sie da noch eine Reihe an Kanälen, die im sogenannten nahen Infrarot oder im mittleren Infrarot sich befinden. Und das sind Kanäle, die auch aufgrund von Sonnenreflexion messen, aber die können wir nicht mehr sehen. Also unser Auge ist da einfach nicht mehr sensitiv, aber das Schöne ist, dass diese ganzen Sensoren, die in Satelliten oder auch in Flugzeugen eingebaut sind, durchaus sensitiv sein können für diese Spektralbereiche. Also das wären dann größere Wellenlängenbereiche
Und diese Wellenlängenbereiche sind sehr, sehr wichtig, um unterschiedliche Labbedeckungen abzugrenzen. Das werden wir uns dann auch noch kurz anschauen. Also die kann man dann einfärben, da muss man so Tricks machen, dass man alles, was jetzt im nahen Infrarot aufgenommen wird, am Bildschirm so dargestellt wird, als wäre das mit dem Rotkanal aufgenommen worden. Und darum schauen diese Bilder für uns oft sehr eigenartig aus, sind dann oft sehr rotlastig, wenn es um Vegetation geht. Aber das Tolle ist, dass wir auf diesen Bildern sehr viel unterscheiden können. Das schauen wir uns dann auch noch an. Und da gibt es auch weitere Kanäle, da in diesem mittleren Infrarotbereich, die sind sehr sensitiv für Wasserbereiche und auch in der Atmosphäre. Und das ist dasselbe Bild, dasselbe Foto, nur in anderen Spektralkanälen aufgenommen. Da gibt es einen da im blauen Bereich und diese beiden im mittleren Infrarotbereich. Und dadurch können Sie so ganz leichte Bewölkungen auch erkennen und können die Qualität der Daten wesentlich verbessern, indem Sie die dann atmosphärisch korrigieren. Und das schaut jetzt nochmal so aus, also das wäre jetzt dieses Echtformbild, wie wir es auch machen würden mit einer normalen Kamera. Sie sehen da Wien, also wir befinden uns ungefähr da oben. Dann anschließend an Wien der Biosphärenpark Wienerwald, also dieses große Laubwaldgebiet auch aus Biosphärenpark unter Schutz gestellt, mehr oder weniger. Und Sie sehen dort alle diese Waldflächen, die erscheinen jetzt in einem Grünton. Sie sehen dann auch diese Felder, die sind auch teilweise grün, teilweise nicht mehr grün. Das heißt, da dürfte dann schon was abgeerntet worden sein. Und wie gesagt, man kann auch diese Bilder jetzt anders darstellen, und zwar so darstellen, dass wir den nahen Infrarotkanal dazu verwenden und auch den darstellen. Wie gesagt, das können wir mit dem menschlichen Auge nicht mehr wahrnehmen. Und dann sehen Sie da jetzt alle Waldbereiche, alle Vegetationsbereiche sind jetzt in so einem kleinen Rot. Dann sehen Sie aber da so dunklere Bereiche immer wieder in diesen Waldbereichen. Und das wäre jetzt schon die erste Unterscheidung, die wir aus Fernerkunde dann immer gern machen. Das ist die Unterscheidung zwischen Laub- und Nadelwald. Also Sie können da sehr schön automatisch dann klassifizieren, so, was ist Laubwald. Das wären diese homogenen roten Flächen und diese eher grau-violetten Flächen bei einer guten Darstellung. Das sind dann Bereiche, die mit Nadelbäumen bedeckt sind. Das sind da diese Schwarzkiefernbestände, da in der Nähe von Heiligenkreuz, das sind relativ viele Fichtenbestände. Und das nutzen wir dann eben auch, um diese Baumarten zu unterscheiden, nicht nur die Baumartengruppen, sondern dann auch durchaus detaillierter. Was können wir noch sehen? Wir können da jetzt so dunkle Bereiche sehen, also die ganz, ganz dunkel sind, ganz wenig reflektieren. Das sind die Wasserbereiche, das ist einmal die Donau, vor allem die Donaubereiche, die weniger stark fließen, also die alte Donau, die neue Donau. Die Donau selbst ist nicht ganz so dunkel, das liegt daran, dass die meistens sehr, sehr viele Schwebstoffe mitträgt und daher nicht auch sehr viel Material im Wasser sind. Das kennen Sie, wenn Sie über die Donaubrücke drüber gehen, sehen Sie, dass die Donau in der Regel schmutzig erscheint, was einfach daran liegt, dass sie nach wie vor eine sehr hohe Fließgeschwindigkeit hat und daher sehr viel Material mitnimmt. Dann haben wir auch da einen Wienerwaldsee und einige Deiche im Süden von Wien. Und das müssen Sie sich merken, also alle Darstellungen, die ich Ihnen dann jetzt später auch zeige, die sind sehr rotlastig und alles, was rot ist Vegetation, also da sieht man auch da den Prater sehr schön und dann da anschließend an Wien dann den Nationalpark Donau an, auch da sehr viel Vegetation. Und da kann man aber noch andere Kombinationen machen, auch das werden wir noch kurz sehen, die wir dann darstellen können. Das wären dann diese mittleren Infrarotbereiche und da kann man dann in der Stadt besser Unterscheidungen machen und dann auch zwischen den einzelnen Baumarten besser unterscheiden. Gut, jetzt wissen wir, wie die Bilder aufgenommen werden, wie die Bilder zusammengestellt werden, dass sie dann so erscheinen, wie wir sie jetzt da auch gesehen haben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum macht man das Ganze? Es geht natürlich nicht nur darum, Bilder anzusehen, sondern wir wollen natürlich auch irgendwas erkennen aus den Bildern. Das ist auch das Übliche bei der Fernerkundung, dass man sagt, wir wollen irgendwelche Phänomene erkennen. Und da habe ich jetzt ein Beispiel mitgebracht. Das schaut jetzt ein bisschen unscharf aus, weil einfach die 10 Meter Auflösung, wenn man zu stark reinzoomt, dann eine gewisse Unschärfe hat. Aber was Sie da sehen, sind diese roten Bereiche. Und wenn man diese Darstellung jetzt da nutzt, dann kann man Feuerstellen sehr gut erkennen. Und da sieht man den Waldbrand letztes Jahr im Herbst auf der Rax, wo dann wirklich noch die Glutnester und die einzelnen Feuer aktiv waren. Sie sehen dann auch da diesen Rauch, der da wegzieht. Und solche Sachen kann man natürlich mit Satellitendaten, die global Daten aufnehmen, sehr, sehr gut erfassen. Ähnliches Beispiel haben Sie vielleicht vor kurzem in den Medien gesehen. Also mit dem Ukraine-Konflikt sind Satellitendaten wieder sehr, sehr stark in die Öffentlichkeit gerückt. Auch diese
Ähnliches Bild habe ich auf OFAD vor kurzem auch gesehen. Und da sehen Sie auch diese leuchtenden Punkte. Und in dem Fall wären das quasi gerade aktuelle Feuerstellen in Mariupol in der Ukraine aufgrund des Krieges. Also auch für solche Sachen kann man diese Daten nutzen, um zu schauen, wo jetzt gerade aktuell diverse Kriegsgeschehnisse vorfinden. Wir am Institut beschäftigen uns aber natürlich primär mit Vegetation, sowohl Land- als auch Forstwirtschaft. Und darum auch so ein Beispiel, was ich immer sehr, sehr beeindruckend finde. Auch das ist wieder in Saudi-Arabien. Landwirtschaft, die nur mit künstlicher Bewässerung funktioniert. Daher diese runden Punkte sind alles einzelne Felder, die von der Flächenausmaß durchaus ganz groß sind. Also das schaut jetzt nur so klein aus. Also es sind große landwirtschaftliche Kulturen. Mit dem Problem, dass natürlich in der Gegend nicht ausreichend Niederschlag fällt, um diese Kulturen auch zu bewirtschaften. Und daher muss man auf Grundwasser zurückgreifen und daher wird der Grundwasserspiegel kontinuierlich gesenkt, was natürlich dann irgendwann einmal zur Folge hat, dass dann kein Wasser mehr für diese landwirtschaftlichen Flächen zur Verfügung steht. Aber jetzt nicht nur auf einzelne Bilder Sachen zu erkennen, ist eine Anwendungsmöglichkeit für Erdbeobachtung, sondern das Tolle ist, dass jedes Bild eine Dokumentationsgrundlage ist und man kann dann diese Bilder auch später noch verwenden, um irgendwelche Veränderungen zu detektieren, sich anzuschauen. Da habe ich jetzt auch noch ein paar Beispiele mitgebracht. Das erste ist aus Südspanien, eine Satellitenszene von 1978. Sie sehen da ein bisschen Vegetation, das ist die Südküste eben von Spanien. Und wenn Sie das gleiche Bild 2005 anschauen, dann ist es auf einmal flächendeckend weiß. Und das ist jetzt kein Schnee, wie es bei uns oft sein könnte im Winter, sondern das sind jetzt Folien und Glashäuser, die für die Bewirtschaftung dieser Felder gebaut worden sind oder genutzt werden, um für ganz Europa wahrscheinlich Großteils des Gemüseanbaus oder einzelner Gemüsesorten zumindest zu bewerkstelligen, hat natürlich auch eine große Auswirkung auf die Umwelt. Sie sehen dann oft diese Kunststofffolien irgendwo herumliegen, die werden dann verweht, werden dann ins Meer geweht und so weiter. Aber solche Sachen kann man mit diesen Daten auch im Nachhinein machen, weil sie einfach ständig diese Bilder aufnehmen und wenn sie dann sagen, okay, wie hat das Gebiet vor 30 Jahren ausgeschaut, dann können sie diese Vergleiche anstellen. Das macht man dann auch zum Beispiel in Städte, das wäre jetzt eine Stadt in den Vereinigten Staaten wieder, Las Vegas, 1975, eine sehr beschauliche Stadt, also in den 50er Jahren haben Las Vegas an die 20.000 Leute gewohnt. Wenn Sie sich das aktuell anschauen, ist die ganze Metropolregion mit 2 Millionen Menschen besiedelt und dementsprechend auch viel mehr Fläche, die genutzt wird. Sie sehen auch auf einmal sehr viel Vegetation. Auch in diesen Breiten reicht der Niederschlag wahrscheinlich selten aus, dass die Vegetation sich entwickelt. Also auch da müssen Sie künstlich bewässern und auch das hat natürlich ökologische Auswirkungen. Und das ist ein Beispiel jetzt noch von Österreich. Natürlich auch der Rückgang von diversen Gletschern ist eine beliebte Anwendung für Fernerkundungsdaten. Sie sehen da jetzt den Großglockner, die Basterze, also diese Gletscherzunge von 1972, 75, 79 bis 1999. Geringfügige Veränderungen, leichtes Schrumpfen der Gletscherzunge. Hin und wieder gibt es dann im Sommer auch Schneefall auf dem höheren Gipfel, aber wir betrachten primär die Gletscherzunge. Und wenn Sie dann auf die 2000er Jahre, also auf das aktuelle Jahrtausend gehen, dann sehen Sie auf einmal, dass diese Gletscherzunge relativ stark abnimmt und zurückgeht und jetzt 2021 da deutlich Fläche verloren hat, dafür natürlich da unten die einzelnen Gletscherseen an Größe gewonnen haben. Und mit diesen Daten, wie gesagt, kann man das dann auch im Nachhinein Analysen vornehmen, um das im Detail sich anzuschauen, was sich verändert hat. Gut, da habe ich aber gesagt, Erdbeobachtung für forstliche Fragestellungen. War noch sehr, sehr wenig Wald dabei. Wie schaut es im Waldbereich aus? Auch da habe ich jetzt 3 Beispiele mitgenommen. Wieder Falschfarbdarstellungen, also alles, was da jetzt in Rottönen beziehungsweise auch in diesen dunkleren Tönen ist, ist mit Vegetation bedeckt. Helleres Rot, Laubholz, dunkleres Rot, Nadelholzbestände. Wir befinden uns jetzt in Norddeutschland, also Mittelgebirge, Harz. Und habe da unten auch so einen Vergleich, Größenvergleich, also das kleinere Kästchen stelle ich mir 1 Hektar dar, das größere 1 Quadratkilometer. Und der Harz war, wie auch viele Gebiete in Österreich, in den letzten Jahren sehr, sehr stark von Windwurf und dann darauffolgend dem Borkenkäferbefall geplagt. Und wenn Sie dort in der Nähe vom Pfeil jetzt schauen, habe ich da Flächen markiert, die dann auf einmal von der Farbe her ändern.
Wenn ich jetzt von 18 auf 19 nochmal gehe, dann sehen Sie da großflächige Flächen, die jetzt nicht mehr bewaldet sind, wo die Bestände, in dem Fall Fichtenbestände, großflächig genutzt werden mussten. Also da sehen Sie einen Hektar, da geht es da um zig Hektar, also tausende Hektar, die da dem Borkenkäfer bzw. dem Windwurf in den letzten Jahren zum Opfer gefallen worden sind. Anderes Beispiel, auch das ist in den letzten Jahren, beziehungsweise gerade aktuell im Truppenübungsplatz in Arnsteig wieder ein Thema, Waldbrände. Auch letztes Jahr war ein sehr, sehr starkes Waldbrandjahr, vor allem im Mittelmeerraum. Da befinden wir uns jetzt in Griechenland, nördlich von Athen. Sie sehen da am 3.8.2021, da ist durchaus schöne Fläche mit Wald bedeckt für Griechenland. Sehr große zusammenhängende Waldfläche und fünf Tage später sehen Sie da eine Fläche, die abgebrannt worden ist. Sie sehen da unten, das Quadratkilometer-Kästchen ist jetzt ein bisschen kleiner. Also das sind zig Quadratkilometer, die da, also ich glaube um die 70 Quadratkilometer nur auf dieser einzelnen Fläche, die da innerhalb von fünf Tagen vernichtet worden sind. Und das ist natürlich sehr, sehr gut dokumentierbar mit Fernerkundungsdaten. Und das letzte Beispiel ist jetzt der direkte Einfluss bei Waldbränden und Borkenkäfer. Könnte man natürlich sagen, dass der Mensch auch nicht ganz unschuldig ist. Einerseits durch die Art, wie manche Wälder bewirtschaftet worden sind, beziehungsweise vielleicht auch mit dem Klimawandel, der natürlich eine Rolle spielt, gerade bei den Trockenheiten, die für den Borkenkäfer wichtig sind. Aber das Direkte ist natürlich die Abholzung. Und darum jetzt wieder ein Beispiel in Südamerika, im Bundesstaat Rondônia in Brasilien. Paradebeispiel für Abholzung von Regenwäldern. Sie sehen da eine Fläche, die da relativ homogen rot erscheint am Beamer. Liegt daran, dass das wirklich ein flächendeckender Tropenwald war 1972. Sie sehen da einzelne Fußläufe, die sich da durchschlängeln durch den Wald. Auch da wieder, den Hektar sieht man gar nicht mehr. Der Hektar wäre quasi ein Punkt von meinem Präsenter. Der Quadratkilometer, das kleinere Kästchen, das Kästchen, was man dann doch schon wahrnehmen kann. 1972, 1988 dann die ersten Straßen gebaut worden sind und von den Straßen weggehend dann die Abholzung beginnend von den Wäldern. 1997 deutlich größere Flächen, teilweise zwar wieder Vegetation, teilweise dann eben für Weidebewirtschaftung genutzt. 2003 dann eine noch viel größere Fläche und Sie sehen da, dass da teilweise bis zu 50% der Waldfläche mittlerweile abgeholzt worden sind und nicht mehr primärer Regenwald oder Tropenwald mehr vorhanden ist. Mit allen Konsequenzen natürlich. Gut, das wären einmal so grobe Beispiele, was man mit diesen Bildern machen kann. Das waren jetzt alles eher visuelle Betrachtungen. Wir im Institut beschäftigen uns natürlich jetzt nicht nur mit den visuellen Vergleichen von Bildern, sondern wir versuchen diese Daten automatisiert auszuwerten. Da haben Sie vielleicht schon mal gehört, da greift man dann zurück auf diverse maschinelles Lernen, Machine Learning Algorithmen, künstliche Intelligenz. Da gibt es sehr, sehr leistungsstarke Modelle mittlerweile, die einem helfen, diese Daten auszuwerten und aus diesen Daten Sachen auszulesen. Und da möchte ich Ihnen am Schluss noch ein paar Beispiele zeigen. Also vorweg nochmal, ich habe Ihnen primär jetzt nur Satellitenszenen gezeigt. Wir im Institut beschäftigen uns natürlich aber auch mit anderen Sensoren und Plattformen. Die können sowohl auf ein Flugzeug montiert sein, als auch auf einer Drohne. Das ist jetzt auch in den letzten Jahren sehr, sehr zunehmend zu beobachten ist. Also das können durchaus handelsübliche Drohnen, die Sie jetzt beim Mediamarkt oder wo auch immer kaufen können. Auch diese können Sie nutzen, um zum Beispiel Ortofotos herzustellen und dann für ein Waldgebiet Flächen zu eruieren. Dazwischen das Flugzeug und dann, wie gesagt, der Satellit. Und was machen wir? Wir machen ja zum Beispiel, schauen wir aus diesen Daten, dass wir die Höhen der Bäume messen können und mit diesen Modellen auf der gesamten Fläche machen wir dann so Holzvorratskarten für Forstbetriebe, um dann das stehende Holzvorrat für die einzelnen Bestände abzuleiten und zu schätzen. Da gibt es dann so Algorithmen, die eben dann diese aus der Inventur die Informationen nehmen und sie auf die gesamte Fläche umlegen können. Und dadurch haben sie für den gesamten Betrieb, für jeden einzelnen Waldort, wissen sie dann, wie viel Holzvorrat dort steht. Das können sowohl Laserscan-Daten sein, beziehungsweise gibt es dann auch die Möglichkeit von Bildern, die aus zwei Blickrichtungen aufgenommen worden sind, Oberflächenmodelle zu generieren. Das nächste Beispiel, das ist auch mein Forschungsschwerpunkt die letzten Jahre gewesen,
ist die Unterscheidung von Baumarten auf unterschiedlichstem Niveau. Rechts ist wieder der gesamte Wienerwald, also wo Sie eine Baumartenkarte für den gesamten Wienerwald sehen, unterschiedlich eingefärbt, also Grüntöne, wenn Sie sich erinnern können, waren diese Nadelholzbestände, die wir auch auf dem Bild gesehen haben, Rottöne, die Buchendominanz, sehr schön erkennbar, und dann bei Wien die Eichenbestände ein bisschen mehr. Und was ich da wieder mitgebracht habe, ist diese spektrale Signatur dieser Bestände. Und da möchte ich Ihnen nur mal daran erinnern, dass Sie im menschlichen Auge nur diese drei Kanäle da vorne, oder da sind es ein bisschen mehr Kanäle, also nur einen ganz, ganz kleinen Bereich können Sie mit dem menschlichen Auge wahrnehmen. Und unsere Sensoren, je nachdem, welchen wir da genutzt haben, können dann sehr, sehr viele unterschiedliche Kanäle aufnehmen und darüber auch diese einzelnen Landbedeckungsklassen noch besser unterscheiden. Also da sehen Sie, in dem Fall haben wir 400 Spektralkanäle, die da einen sehr, sehr großen Bereich abdecken, und dadurch lassen sich eben Baumarten, in dem Fall waren es um die 12 Baumarten, recht gut unterscheiden und dann auch automatisiert auf die gesamte Fläche anwenden, und dann können Sie solche Baumartenkarten, also das wäre ein Drohnenbeispiel, da haben wir Satelliten und da haben wir flugzeuggetragene Daten verwendet. Und das Zweite, was wir dann da bei der großen Karte verwendet haben, ist Satellitendaten, die eben alle 5 Tage aufgenommen werden, haben auch den Vorteil, dass sie natürlich die Phänologie, also sprich Blattaustrieb, Blattverfärbungen im Herbst mit berücksichtigen können, um die einzelnen Baumarten zu unterscheiden. Und das sind dann sogenannte multitemporale Daten, und dadurch, dass sie die alle kombinieren und in diese künstliche Intelligenz reinstecken, kriegen sie dann sehr, sehr leistungsstarke Modelle heraus. Dann beschäftigen wir uns auch mit der Erfassung von Veränderungen, sogenannte Change Detection. Da war ein Beispiel, wo wir versucht haben, relativ rasch nach einem Windwurf die betroffenen Flächen zu detektieren. Also haben wir eine Szene kurz vor dem Windwurf, eine Szene kurz nach dem Windwurf, und alles, was da blau eingefärbt ist, sind Flächen, die durch den Windwurf betroffen waren. Geht natürlich jetzt nicht nur für Windwurfflächen und für also natürliche Schäden, sondern auch für die Erfassung von Nutzungen. Also sprich, wo wurden zum Beispiel in dem Fall Durchforstungen durchgeführt, also das ist dann so leichte Orangetöne dann bei der Differenz, sieht man jetzt da relativ schlecht, da sieht man diese Trassen, die bei der Durchforstung gemacht worden sind, beziehungsweise da unten eine Räumung, wo dann wirklich die gesamte Fläche genutzt worden sind. Also auch diese Sachen kann man mit Fernerkundungsdaten sehr gut erfassen, auch automatisiert erfassen und dann auch auf großer Fläche automatisiert zum Monitoren. Das letzte Beispiel, das ist auch ein weiterer Forschungsschwerpunkt von mir, da geht es darum, Vitalität von Pflanzen zu erfassen, möglichst frühzeitig zu erfassen, bevor diese Pflanzen vielleicht einen Schaden davon getragen hat, oder beziehungsweise bevor dann in dem Fall der Borkenkäfer vielleicht wieder aus dem Baum ausfliegt. Und da gibt es immer Bemühungen, diese Borkenkäferbefall zu erkennen, bevor man es vielleicht vor Ort schon erkennt. Und das auch auf der gesamten Fläche dann anwenden kann. Also das sind Forschungsprojekte, die jetzt noch nicht automatisiert oder operational eingesetzt werden können, aber durchaus zeigt sich, dass manche Spektralkanäle von diesen Sensoren durchaus sensitiv sein könnten und dann schon ein bisschen früher Veränderungen erkennen können oder erahnen lassen können, wo man genauer hinschauen muss. Wir haben dann auch einmal ein bisschen nachgeholfen und haben den Bestand künstlich gestresst und dann uns angeschaut, wie verändert sich dann eben diese spektrale Reflexionsverhalten dieser Bäume. Und auch da sieht man, dass man die Veränderungen in den Hyperspektraldaten, das sehen Sie leider jetzt auf diesem Plot relativ schlecht, da gibt es dann eine rote Kurve, die dann von diesem grünen Band abweicht. Auch diese Veränderungen sehen Sie in den Daten, bevor Sie sie im Feld sehen können. Und das war ein Beispiel, wo wir uns letztes Jahr im Labor ein bisschen gespielt haben. Haben wir Fichten, Tannen und Kiefern unter Wasserstress gesetzt und uns angeschaut, wie das in einem Thermalbild, also das ist jetzt nicht nahes Infrarot, sondern das ist ein thermales Infrarot, das ist ein anderer Wellenlängenbereich, und da sehen Sie die Temperatur quasi der einzelnen Bäume, und je gestresster ein Baum ist, desto wärmer ist er, weil er weniger Wasser zur Verfügung hat, um zu transpirieren und sich zu kühlen. Und da haben wir uns angeschaut, wie unsere Kamera, die man auf einer Drohne montiert, da im Labor sich verhält und den Stress detektiert. Und dann gibt es noch ein bisschen Ausblick auch auf den nächsten Vortrag vom Kollegen vom Institut für Wildbiologie, also wo wir unsere Daten dann auch immer gerne einsetzen, ist mit Kooperationen mit anderen Instituten, wo wir die Basisdaten für unterschiedliche Modellierungen verwenden, und da sind jetzt in letzter Zeit mehrere Lebensraummodelle für unterschiedliche Wildtiere, also von Raufußhühnern, Auerhuhn, aber auch Adlerhuhn und Bierkuhn.
beziehungsweise auch Eulen und natürlich für jagdlich sehr spannend natürlich den Rothirsch, Lebensraum Potenzialkarten erstellt worden, wo halt, Algorithmen aufgrund von Biologie der Tiere und Verhalten der Tiere abgeleitet werden, wo gibt es potenzielle Lebensräume für die einzelnen Wildtiere. Und auch das ist, glaube ich, ganz ein wichtiges Anwendungsbeispiel, dass man einfach dann die Daten, die Produkte, die wir mit Fernerkundungsdaten generieren, dann auch in weiterer Folge für diverse Fragestellungen anwendet. Andere Beispiele wären jetzt zum Beispiel das Waldbrandrisiko zu erfassen und so weiter. Gut, dann wäre ich schon fast am Ende meines Vortrags. Das ist ein bisschen eine Vorstellung, was bei uns im Institut von Lehrveranstaltungen zu besuchen sind. Also wenn Sie Forstwirtschaft studieren, Bachelor, dann werden wir uns relativ sicher sehen in der Einführung in die forstliche Fernerkundung. Da werden Sie einige der Folien vielleicht nochmal sehen, weil das meine Einführungs- oder die erste Vorlesung ähnlich aufgebaut ist. Dann haben wir auch einen Schwerpunkt im Bereich Vermessung am Institut, wo es dann wirklich um terrestrische Vermessung am Boden geht, mit einem Praktikum. Auch das ist eine sehr beliebte Lehrveranstaltung, vor allem das Praktikum dann auch. Und dann auch die gesamte Geoinformationssysteme, also wie Sie mit diesen Daten arbeiten können, wie Sie die Daten auswerten können. Und dann gibt es auch eine Vielzahl an Vorlesungen im Master, die dann oft auf Englisch sind, wo es um Machine Learning Algorithmen, Cloud Computing, Photogrammetrie, GIS und so weiter geht, wo Sie dann noch sich vertiefen können. Gut, damit wäre ich am Ende meines Vortrages. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen Eindruck geben können, was Erdbeobachtung ist, für was man Erdbeobachtung anwenden kann. Darum vielleicht noch ganz kurz Zeit für ein paar Fragen, oder?